Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für April 2024. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Wassermann geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch gut geht und ich bin natürlich wie jeden Monat neugierig, was meine Karten euch für diese schöne Monat April zu sagen haben und wir hoffen hier auf eine gute Legung und positive Aspekte für diesen kommenden Monat. Die erste Karte, das ist eure Thema im April, 8 der Münzen, das was behilflich sein wird oder im Weg steht, das Gericht. Eure Bewusstsein, 6 der Stäbe, eure Unterbewusstsein, Page der Stäbe. Die Vergangenheit, 4 der Stäbe, die nahe Zukunft, 10 der Kelche. Eure Energie, 3 der Münzen, äußere Energie, König der Münzen. Ritter der Münzen, das sind eure Hoffnungen oder Ängste. Und die letzte Karte für die nächsten paar Wochen in April, die Hohepriesterin. Eure Thema, 8 der Münzen. Eine gute Karte. Diese Karte zeigt, dass man arbeitet. Arbeitet alleine, ist man auf sich selbst gestellt. Es sind keine Helfer hier, die euch in dieser Aufgabe helfen können. Man wünscht sich aber Helfer, wir sehen hier 3 der Münzen, man wünscht sich ein bisschen Unterstützung, aber ich kann mir vorstellen, dass manche von euch werden einfach ein Niveau erreichen wollen, ein Niveau, auf diesem man dann weiter bauen kann und dann erst braucht man diese Unterstützung. Hier in erster Linie ist angesagt, alleine Arbeit, alleine Anstrengung, kleine Brötchen backen, bis man dann irgendwann ein ganz großes Brot backen kann. Deswegen hier wird angesagt, Übung mach Meister, mach kleine Schritte, aber gute Schritte, sichere Schritte in deine Aufgabe, die du hier hast, zu bewältigen und irgendwann wird dir alles leichter kommen. Ich weiß es nicht, was das sein sollte, ob das tatsächlich mit dem Job verbunden ist oder vielleicht doch kleine Schritte in Partnerschaft, vielleicht kleine, langsam angehen. Schauen wir noch, wie diese Legung sich entwickelt. Ich denke, das wird für manche von euch Partnerschaft sein, für die anderen wird es doch vielleicht ein Job sein. Auf jeden Fall, ihr werdet auch, hier haben wir das Gericht, also man wird sich selbst vor eigene Gericht stellen. Das bedeutet, man wird sich überlegen, wie weit bin ich jetzt, wie weit bin ich gekommen, war das gut, was ich gemacht habe, habe ich mich genug angestrengt, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Gas geben, noch mal Kraft da reinsetzen, bis ich dieses Niveau erreiche, die ich mir hier vorgestellt habe, das, was ich mir hier auch vorgenommen habe, weil eure Bewusstsein zeigt Sieg. Also 6 der Stäbe, das ist Siegerkarte und man möchte wirklich weit, weit nach oben kommen. Und ich denke, ihr werdet tatsächlich in diesem Monat sich anstrengen, um dieses Niveau zu erreichen, die euch wichtig ist, um dann weiter, weiter sich zu entwickeln und vielleicht noch andere Leute einladen und mit anderen zusammen zu arbeiten. Auf jeden Fall, ihr werdet hier, wie gesagt, sich prüfen, selbst prüfen. Man wird gucken, wie weit bin ich, kann ich jetzt was Neues, was Größeres starten, bin ich gut vorbereitet oder nicht. Ja? Also hier, wie gesagt, ob das Job angeht oder Partnerschaft oder was anderes, was euch wichtig ist, auf jeden Fall, hier wird man
in erster Linie am Anfang für sich alleine gestellt, auf sich alleine gestellt. König der Kelcher haben wir noch hier zur Unterstützung. 10 der Münzen und 5 der Münzen. Der König der Kelche, König der Kelche. Das ist eine sehr, sehr gute Karte, weil diese Karte zeigt, dass vielleicht wird jemand doch euch unterstützen in diesem Monat. Hier haben wir äußere Einflüsse, den König der Münzen auch. Das kann auch sich mit dem gleichen Person handeln. Jemand, der wirklich sehr positiv auf euch wirken wird, euch ein bisschen Ausgleich schenkt, jemand, der euch positiv zum Leben, zum anderen Menschen einstellen wird, euch ein bisschen mehr Balance bringt, mit sich bringt, so dass ihr auch angesteckt wird mit dieser positive, diese harmonische Ausstrahlung, Gefühl, man kriegt so ein positives Gefühl. Dieser Mensch wird auf jeden Fall für euch, auf euch positiv sich auswirken, sende Münzen. Ihr werdet auch das Gefühl haben, ich bin auf dem guten Weg, was auch die Materie angeht, nicht nur Gefühle, Emotionen, aber auch Materie. Und die Sorgen werden dann immer kleiner, die Zukunftssorgen. 5 der Münzen, typische Karte für Sorgen, materielle Sorgen, finanzielle Sorgen, Zukunftssorgen. Und hier durch diese Person wird wahrscheinlich diese Angst weniger, aber auch durch eure Arbeit, durch eure Engagement in diese Sache, was für euch hier sehr wichtig ist. Ja, also ich sehe hier gezielt, langsam, aber gezielt an eine Aufgabe arbeiten mit Unterstützung von einer Person, vielleicht mehrere Personen auch, weil natürlich diese König der Münzen, König der Münzen, König der Kelche und hier König der Münzen, das sind auch nur symbolisch gesehene Karten. Vielleicht geht halt hier doch um mehrere Personen. Aber bleiben wir bei dem Szenario. Hier handelt sich um einen Mensch. Vielleicht ist das euer Partner, zukünftiger Partner oder einfach Partner, der schon da ist und wird euch unterstützen, vielleicht ein guter Freund oder gute Freundin. Auf jeden Fall, dieser Mensch wird positive Wirkung auf euch haben. In Vergangenheit habt ihr 4 der Stäbe, sehen wir, da habt ihr schon was erreicht. Man ist gestiegen, man hat ein gewisses Niveau schon im Leben erreicht, vielleicht ein Status sogar. Aber jetzt ist Zeit dafür, um sich weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist so eigentlich eine Karte für Weiterentwicklung in eine Beziehung, in eine Partnerschaft. Das könnte natürlich auch um eine andere Sache hier sich handeln, auch um Job. Wir sehen, dass man schon was erreicht hat. Aber hier fängt man wieder neu an. Vielleicht ist das neue Aufgabe. Vielleicht hat man das irgendwie auf die Seite geschoben. Vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, auch verloren. Ja, das, was man in der Vergangenheit erreicht hat. Und jetzt muss man sich neu aufbauen, ja? Oder neu aufbauen, oder wird es total eine andere Aufgabe sein und das wird dann nicht mehr so wichtig, das, was in Vergangenheit war. Auf jeden Fall, das, was damals man erreicht hat, wird natürlich auch Prozenten geben. Das bedeutet, man wird dadurch auch
sich steigern, weil das war auch eine Übung, kann man so sagen, eine Entwicklung für euch. Und das war auch eine Lektion für euch im Leben. Auf diese Lektion könnte man dann was Neues aufbauen. Wir sehen hier auch im Unterbewusstsein Page der Stäbe. Page der Stäbe zeigt, dass man möchte etwas klarer sehen. Etwas klarer, etwas bewusster vielleicht durch das Leben gehen. Man hat damals vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, manche Sachen so klar zu betrachten, weil die Situation hat euch das nicht erlaubt. Vielleicht habt ihr eine Blockade gehabt oder manche von euch waren vielleicht nicht so weit, um diese Situation nüchtern zu sehen, ja, aber jetzt durch verschiedene Entwicklungen, durch vielleicht auch mehr Reife, die man gewonnen hat, kann man manche Sachen klarer sehen, was natürlich auch dann für euch leichter ist, die Situationen besser zu betrachten, aber besser auch zu handeln und bessere Entscheidungen zu treffen. Hier haben wir den Mond, eine Blockade. Hier will man keine Entscheidungen treffen. Da kann ich mir auch vorstellen, da hat man damals einfach nicht die Möglichkeit gehabt, die Klarheit über eine Situation zu bekommen. Deswegen hat man hier auch Angst gehabt, irgendwie sich festzulegen oder eine Entscheidung zu treffen. Und man merkt dann, das war Angst hat geherrscht, kann man so sagen, Dunkelheit, Angst, man war ein bisschen unsicher. Aber jetzt ist diese Zeit von diese Unsicherheiten gehen zurück. Man möchte mit anderen Menschen zusammenarbeiten, drei der Münzen und zweimal hier sind zu sehen. Man möchte was Neues wagen, man kommt endlich aus dieser Blockade raus. Der Mond, das ist auch eine Blockade, die vorübergehend ist, weil natürlich nach dem Mondphase kommt auch wieder die Sonnenphase oder die Sonnenzeit. Nach der Nacht kommt der Tag und hier sehen wir, das geht auch zu Ende. Auf jeden Fall, ihr wünscht euch irgendwie, ihr werdet alles in dieser Richtung machen, ihr werdet steuern, in diese Richtung, diese Blockade zu hinter sich zu lassen. Deswegen Zusammentun mit anderen Menschen ist euch auch sehr wichtig. Und dann haben wir noch den Magier, eine Karte, die zeigt die neuen Möglichkeiten. Die Karte, die zeigt, das Leben ist eine Magie. Manchmal aus den Unmöglichen wird das Mögliche gemacht. Und Hauptsache, dass man diese Hoffnung nicht verliert und man weitermacht. Und ich kann mir vorstellen, dass man in Vergangenheit, wie gesagt, da was man war, viele, manche von euch, sage ich, manche von euch waren vielleicht ein bisschen unsicher, was eine Sache angeht. Man hat das nicht klar gesehen. Diese dunkle Seite, man könnte das nicht so erkennen. Wo ist der Grund für diese Entwicklung von dieser Situation? Man war ein bisschen gebremst, verunsichert, aber jetzt ist die Möglichkeit dargegeben, um das, was damals so unklar war, so ein bisschen dunkel, jetzt könnte man jetzt besser sehen, klarer sehen und das ist wie ein grünes Licht für euch, um was Neues zu wagen, ja, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht auch diese Karte zeigt hier auch diese kleine, wir sehen hier diese kleine Schmetterlinge. Man hat am Anfang die kleinen Schmetterlinge gemalt, erschaffen, weil da war zu viel Unklarheit, zu viel, sage ich, Unsicherheit.
um die große auch zu bauen, ja. Aber mit der Zeit, langsam kommt man aus dieser Unsicherheit, aus dieser Dunkelheit und wird das alles immer klarer, immer toller, immer größer auch und besser für euch, ja. Manchmal muss man sich einfach die Zeit geben, und langsam machen, kleine Brötchen backen, wie man sagt, ja, um dann im Endeffekt was Größeres zu erschaffen. Und da wünscht man sich dabei auch Menschen, die euch unterstützen. Ich kann mir auch vorstellen, was ich schon am Anfang gesagt habe, zu gewisser Grenze ist man hier auf sich selbst gestellt, ja, bis man so eine gewisse Niveau erreicht und dann kann man sich mit anderen Menschen zusammentun, die dieses gleiche Niveau haben. Vielleicht habt ihr hier euch nicht gut genug gefühlt, mit dem Mensch oder mit den anderen Menschen etwas zusammen zu erschaffen, zu aufbauen. Aber jetzt wird die Zeit, wo man dann sagt, okay, ich bin so weit, ich habe dieses Niveau erreicht, ich bin genauso wertvoll wie die alle anderen und jetzt fühle ich mich auch gut in meiner Haut, jetzt fühle ich mich gleichwertig und kann ich dann mit den anderen auch sich zusammentun und was erschaffen. Ja, vielleicht hier geht auch um Selbstwertgefühl aufzubauen. Ja, manchmal braucht man dann auch mehr Zeit, um dieses Selbstwertgefühl zu bekommen und das kostet natürlich auch Arbeit, Arbeit an uns selbst. König der Münzen, hier sehen wir die äußeren Einflüsse, da ist jemand draußen, der wahrscheinlich in euch investieren möchte, mit euch auch investieren möchte, sich mit euch zusammentun möchte, jemand, der was erreicht hat, wir haben König der Münzen. Also jemand, der finanziell sehr gut dasteht, jemand, der sehr sicher auf eigenen Beinen steht. Und dieser Mensch kann euch hier auch ein bisschen helfen und unterstützen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass dieser König der Münzen und der König der Kelche, das ist auch die gleiche Person. Page der Kelche haben wir hier die Mäßigkeit und die Königin der Stäbe. Der Page zeigt hier eine leichte Liebesenergie. Vielleicht ist es auch jemand, der euch sehr mag und das ist eine, ja, Grundlage, um weiter sich zu entwickeln in die Richtung Liebe, sich besser kennenzulernen, schauen, wie das weitergeht, wo das hinführt. Diese Beziehung, dieser Kontakt vielleicht, ja, vielleicht gibt es da noch keine Beziehung, aber kann sich eine Beziehung aufbauen. Wenn eine Beziehung da ist, dann kann ich hier sagen, dass diese Person meint sehr gut mit euch, möchte euch auch helfen, unterstützen, mag ja mit euch zusammen sein. Hier der Page ist da, die Mäßigkeit zeigt, dass dieser Mensch ist auch bereit, mit euch zusammenarbeiten, euch vielleicht auch helfen auf eurem Weg, euch die Möglichkeiten zeigen, euch unterstützen, mit euch zusammenarbeiten und neue Perspektiven auch vielleicht zu zeigen, auch an diese neuen Perspektiven zu arbeiten für euch. Und die Königin der Stäbe, ja, wir sehen hier jemand, der sehr, wirklich sehr leidenschaftlich ist, jemand, der viel gute, positive Energie mit sich bringt. Also sehr positiv für euch, also zu Menschen natürlich sind sehr wichtig, sehr wertvoll und solche Energie wird in diesem Monat April von außen auf euch zukommen. Wie gesagt, es könnte natürlich eine bekannte Person für euch sein, aber auch total eine neue Person, die euch hier in euren Aufgaben unterstützen wird.
Hier haben wir Ritter der Münzen, das sind eure Hoffnungen, dass man endlich rauskommt aus diesem kleinen Brötchenbacken, wie ich das so nenne, symbolisch. Und man wird sich endlich zeigen mit dem, was man erreicht hat. Ja, also hier haben wir in eurem Bewusstsein diese Siegerkarte. Man möchte weit kommen, man hat Ziele vor sich. Ja, man möchte sich auch zeigen von dem anderen. Eure Arbeit, dass man das, was man erreicht hat. Ja, das ist so, wie wenn man sich vorbereitet, lange, weiß nicht, ein Jahr, 2 Jahre, sagen wir, die Fußballer vorbereiten sich jetzt 2 Jahre oder 4 Jahre für diese Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft und so weiter. Ja, vielleicht kein gutes Beispiel, weil die Fußballer momentan sind nicht so gut. Aber ja, Deutschland hat auch bessere Zeiten gehabt. Und dann hat man gesehen, ja, wie das anstrengend ist, dieser ganze Training und so weiter, ja, bis man dann irgendwann das Ziel erreicht hat. Und ja, Übung macht Meister, gute Übung, gute Teamarbeit macht auch natürlich sehr, sehr viel aus. Und ja, jemand, der euch noch extra unterstützt, jemand, der sehr viel diese Leidenschaft bringt und euch auch schenkt, diese Ausgeglichenheit, was hier zu sehen ist in dem König der Kelche. Die Karte ist halt genannt Muse der Gefühle. Ja, aber das entspricht dem König. Die Karte entspricht der König der Kelche. Kelche. Ach, komme ich ein bisschen durcheinander. Ja, jetzt kommen wir weiter. Zendekelche und die Hohepriesterin. Zendekelche, natürlich viele positive Momente sind hier zu erwarten mit euren Liebsten, vielleicht mit einem Partner, mit einer Person, die sich neu zeigt, eventuell in eurem Leben, aber auch mit euren Freunden, mit den Leuten, die für euch wichtig sind. Und da wird man auch dankbar dafür. Ja, die Hohepriesterin zeigt die Verbindung zwischen euch und dem, was über uns ist. Ja, und man wird wirklich dankbar sein, dass das Leben das alles so geregelt hat, wie wir hier das auch sehen, dass euch gerade dieser Weg gegeben hat, um den Ziel zu erreichen. Also ja, diese Dankbarkeit, das ist auch sehr wichtiges Gefühl, den wir auch öfter zelebrieren sollen, weil das erinnert uns auch daran, dass nicht alles im Leben selbstverständlich ist. Zehn der Schwerter hat sich ja gezeigt. Page der Schwerter und nochmal König der Münzen, die hier auch zu sehen ist. Zehn der Schwerter, das ist eine Karte, die zeigt tatsächlich, dass man am Boden liegt. Ja? Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr habt in Vergangenheit schon diese Phase gehabt, am Boden zerstört zu sein, von Anfang etwas zu gestalten, sich neu aufzubauen. Da ist diese 8. Münze, die zeigt diese kleine Brötchenbacken. Ja, klein anfangen, bis man dann irgendwann was Größeres sich erschaffen hat. Und ich denke, dass diese Phase 10 der Schwerter geht hier vorbei, endlich. Diese Mondphase, da kann ich auch mit dieser Karte das verbinden. Diese Blockade geht vorbei. Man wird doch endlich auf die Kosten kommen, man wird endlich das Gefühl haben, ja, ich habe was in der Hand, ich habe mir etwas gearbeitet, ich bin wieder oben, ich bin aus dem Keller, aus dem Loch rausgegraben, kann man so sagen. Page der Schwerter zeigt auch diese Weiterbildung,
Weiterentwicklung, Weiterkommen, diese Risikobereitschaft, man hat endlich Lust, in eigene Leben zu investieren, weil man sieht endlich die Ergebnisse auch, ja, die hier sehr viel Ängste, ja, euch bereitet haben. Kriege ich das oder kriege ich das nicht? Wird es ein Ergebnis für mich positiv haben oder nicht? Man hat ja Zweifel gehabt, man hat natürlich Zukunftsängste gehabt, weil, wie gesagt, hier sehen wir diese von Anfang an wieder sich aufzubauen, aus einem Loch rauszukommen, die euch wahrscheinlich sehr viele Probleme bereitet hat, dieser Zustand. Und jetzt sehen wir, das geht alles endlich vorbei. Aber auch nicht einfach so. Mit eurem Engagement, mit eurer Anstrengung, mit eurer Arbeit und auch mit Unterstützung von diesen positiven Menschen, die man hier zu sehen auch hat. Ihr werdet die positiven Menschen irgendwann auch begegnen auf eurem Weg, ja. Aber wie gesagt, am Anfang muss man es selbst eine gewisse Niveau schaffen, um diese Menschen dann zu eigenen Leben einladen, mit den Menschen auf die gleiche Niveau zu sein, ja. Also hier sehen wir viel Arbeit an sich selbst oder eigene Arbeit, weil das könnte auch Arbeit an sich selbst sein, eure innere Arbeit, innere Entwicklung. Aber hier könnte sich natürlich auch handeln und tatsächlich eine Aufgabe fürs Leben, Job, sagen wir im Job oder privat auch. Da musst ihr ja schon diese Legung zu euch anpassen. Auf jeden Fall, wir haben zum Schluss den König der Münzen und hier haben wir auch den König der Münzen. Ihr kommt auf die gleiche Niveau wie dieser Mensch auch erreicht hat. Das bedeutet, diese Person wird euch vielleicht dann auch den Weg zeigen. Diese Person wird euch vielleicht auch diese Möglichkeiten zu zeigen, was man hier vielleicht gar nicht gesehen hat, ja, was ich schon vorerst gesagt habe über diese Klarheit. Jetzt plötzlich, das, was nicht möglich war, ist möglich, weil da zeigt sich jemand, der euch auch ein bisschen hilft, aus dem Loch rauszukommen. Und dann kommt ihr auf den gleichen Niveau wie diese Person. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass man auch gute Beispiele im Leben bekommt, dass man dann auch ehrgeizig wird und sagen, okay, ich möchte das Gleiche erreichen. Aber dieser Mensch, wie gesagt, wird euch dabei auch unterstützen und euch alles Gute wünschen und gönnen. Ja, also niemand, der euch schaden wird, im Gegenteil, wird euch dann die Hand reichen. Hier haben wir den König der Kelche. Also im Endeffekt muss ich sagen, sehr gute Entwicklung für Monat April ist angesagt. Bestimmt mit Anstrengung, aber im Endeffekt dann auch eine Erleichterung und Dankbarkeit und mit diesen positiven, schönen Momente, die man sich dann im Endeffekt verdient hat. Ja, also meine Lieben, ich wünsche euch diese Entwicklung. Ich wünsche euch guten Monat. Ich wünsche, dass ihr gute Menschen auf eurem Weg im April auch und auch später natürlich auch bekommt und trifft. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch gut auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.